heiße Dr. Klöppel und bin Mallet-Spieler wissenschaftlicher. Und ich mache eine neue Serie jetzt, die heißt Dr. Klöppels Mallet-Stunde, wo ich verschiedene Techniken, Aspekte wissenschaftlich beleuchte des Mallet-Spiels. Zu den Mallets gehören Vibraphon, Xylophon, Marimbafon, Glockenspiel, Ballaphon, Idiotophon, wie auch immer. Und man kann diese Instrumente nur mit den Mallets spielen. Das heißt, die Instrumente heißen Mallets und die Klöppel, Schlägel heißen auch Mallets, damit man sich weniger merken muss. Diese Schlägel habe ich hier mal vorbereitet. Das sind 4 an der Zahl. Und ich spiele auch mit 4, 2 in jeder Hand. Dazu brauche ich eine Technik von Gary Burton, ein großer Vibraphonist, also berühmt, groß, eher körperlich nicht. Und ich lege diesen Schlägel in die 2 Fingermitte und den anderen Schlägel darüber und das gleiche in der linken Hand. Dann kann ich die Hand schließen und durch geschicktes Variieren dieser Stäbchen einen Abstand hinbekommen, den ich für die Stelle im Stück benötige. Das sieht dann so aus in der Vergrößerung und ja, macht viel Freude und Spaß. Und das ist die sogenannte 4-Schlägel-Technik von Gary Burton und deshalb heißt die Burton Grip. Ja, das werde ich nun am Instrument demonstrieren. Viel Vergnügen. Heute mit 4 Schlägeln. 4 Schlägeln. Skating in Central. Central Park. Ja, Central Park. Thank you.
Skating. Skating. Ja. Cerebral.